Tag zusammen zu einer neuen Folge von City Skylines 2 hier in Ruhrkirchen in unserem ja, gerade entstandenen Städtchen. Wir haben die ersten Gebiete ausgewiesen für unsere Stadt und werden nun im nächsten Schritt die ersten Dienstleistungsgebäude setzen. Wir haben den ersten Meilenstein erreicht. In unserem ja, winziges Dorf, 128 Einwohnerinnen und Einwohner haben wir. Und wir müssen jetzt erstmal anfangen, hier die Müllverwaltung zu platzieren. Das können wir jetzt machen. Und die Gesundheitsfürsorge und das Bestattungswesen. Wir gucken mal einmal ganz kurz in unsere Wirtschaft. Die Besteuerung haben wir schon hochgesetzt auf 11% bei den Dienstleistern. Wir können beim Wasser vielleicht schon mal was machen. Und zwar das Budget nochmal auf 50% runtersetzen. Denn wir haben mehr Wasser als wir brauchen. Jetzt habe ich es ja runtergesetzt. 25.000 Kubik. Wir brauchen nur 1.000 Liter. Da können wir mal ein bisschen was sparen. Das, wie gesagt, ja ein Aspekt des Economy 2.0 Patches. Das Einfachste, was wir setzen können, ist die Mülldeponie, das ist das Einzige, was wir haben können. 15.000 Dollar oder Euro oder Bucks pro Monat. Die werden wir in unserem Industriegebiet setzen. Und zwar hier vorne an die Magnolienstraße, ganz an den Rand. Da gucken wir mal, was wir hier noch an Erweiterungsgebäuden haben. Eine Sondermüllsammelstelle und noch das Müllwagen-Depot und die Müllaufbereitungsanlage. Das können wir uns damit noch nicht leisten. Und wir werden dann jetzt hier das hier ziehen. Das machen wir etwas größer. Dass wir hier eine ausreichend große Fläche haben. Wir werden das hier vielleicht noch ein bisschen erweitern. Vielleicht mal hier die Straße dann noch ein bisschen durchziehen, die dann hier entlang der Mülldeponie führt. Das war am einfachsten, weil das Gelände hier flach ist. Ansonsten haben wir hier, also ich möchte hier in diesem Dreieck Mozartstraße, Rosenstraße, Grabenstraße gerne unser Schulzentrum platzieren. Deswegen will ich da nichts machen. Die Geschwindigkeit setze ich mal auf 2. Wir haben hier schon hohen Bedarf an mittlerer Dichte. Dem möchte ich nachkommen, denn wir müssen eigentlich immer dran denken, nachzubauen oder zu platzieren. Das machen wir auch als erstes, bevor wir uns hier um die... Aber eigentlich müssen wir erstmal die Gesundheitsversorgung machen. Also Geschwindigkeit wieder runter, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Bestattung. Die Möglichkeit, die wir haben, ist der Friedhof, das Krematorium. Das wäre alternativ. Wir gucken mal auf die Kosten. Friedhof 27.500 gibt 3 Wohlbefinden und 3 Erholung. Das Krematorium 22.500. Das will ich aber gar nicht freischalten. Ich finde, der Friedhof passt ganz gut hier vorne hin. Wir machen nochmal hier die Höhenlinien an. Der wird hier gut hinpassen, an die Zypressenstraße. Das Gelände ebnet sich ein. Ich möchte aber Folgendes machen. Ich werde die Mozartstraße abreißen. Dann den, guck mal, den Friedhof hier platzieren und dann die Zypressenstraße einmal abreißen, weil ich denke, dass wir hier die Straße einmal gerade durchziehen werden. Und dann werden wir hier neu die Straßenverbindung setzen. Wunderbar. Und das gleiche machen wir jetzt auch hier. Wunderbar. Dann haben wir hier jetzt den Friedhof. Wir werden hier das hier noch so ein bisschen aussparen.
Das werden wir dann gleich begradigen. Ich möchte hier noch einen Fußweg gerne drum setzen. Das müsste er mich ja machen lassen. Da haben wir quasi noch einen kleinen Weg um den Friedhof herum. Das übrige Gebiet können wir jetzt hier dann wieder etwas begradigen. Dass wir noch ein paar Bäume pflanzen, das kommt dann später. Und hier die Straße, die können wir dann später nochmal setzen. Das machen wir nicht jetzt sofort. Aber da haben wir jetzt hier schon mal den Friedhof. Wir können hier ein paar Bäume, das geht jetzt ja auch wirklich gut. Mehrfachplatzierung, dann kann jetzt ja hier das Alter setzen. Wir nehmen mal hier ausgewachsene Bäume. Pinselgröße deutlich kleiner, Pinselstärke ruhig hoch. Das gefällt mir gut. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für schöne Bäume haben. Ein paar Pappeln. Was ist das hier? So Tannen, ne? Wir werden hier mal ein paar Bäume um den Friedhof setzen, damit er so ein kleines bisschen eingefasst ist in so ein Gebiet. Ja, das ist jetzt so das Problem. Hier werden jetzt noch diese Mod ganz gut, um hier noch dann so die Bäume entlang von Linien zu ziehen. Vielleicht kommt das noch irgendwann als reguläres Asset hier in der Vanilla-Version. Wir brauchen dann noch eine Klinik. Ich möchte mit der kleinen Klinik anfangen. Die kostet mich nur 10 bis 24. Die große ist echt teuer. Die brauchen wir auch nicht. Denn wir haben eine Patientenkapazität, die ist deutlich, also die ist viel, viel kleiner. Die setze ich nicht an die Hauptstraße, hier die Vogelstraße, sondern also hier nicht an diese große Hauptstraße, sondern an die kleine. Schon aber in die Nähe der Hauptstraße, damit wir hier eine gute Verbindung haben. Hier geht es relativ steil runter, man sieht es an den Linien. Kann ich sie hier in die Ringstraße setzen, ohne was kaputt zu machen? Nee, leider nicht. Dann kann ich es aber hier hinsetzen, an den Teil der Vogelstraße. Da müssen wir ein bisschen darauf achten. Wir breiten uns eher in diese Richtung aus erstmal. Dann wäre es, glaube ich, besser, wenn ich sie doch hier vorne platziere. Hier müsste es gehen. Dann haben wir noch den Fußweg. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, mit einem hohen Bedarf, den müssen wir jetzt schnell decken. Wir schalten die Höhenlinie wieder an und dann werde ich jetzt hier entlang weiter den Höhenlinien folgen. Ich glaube, hier können wir eine ganz schöne Terrassenstruktur machen. Will heißen, dass ich hier dann die Häuser an den Hang baue. Kommen von hier aus hier runter. Terrassenstube soll heißen, ich möchte hier mit dem das Terrain angleichen. Pinselgröße machen wir etwas kleiner. Und dann werden wir hier auf dieser Seite dann gleich Häuser platzieren. Wir werden hier nochmal parallel dann eine Verbindung durchziehen. Dass das hier mit der Zonierung passt. Wir können, glaube ich, von hier aus dann einmal bis hier vorne gehen. Der Kreisverkehr direkt platzieren, den Kreisverkehr. Wir ziehen das hier durch. Das hier kann ruhig noch ein bisschen weiter und dann in einer Sackgasse münden. Das finde ich auch nicht so schlimm. Ich mal Kreisverkehr mit Baum. Das gleiche hier auf der Seite der. Ja, wobei. Hier kommt keiner hin. Wir werden hier dann runterziehen.
setzen hier direkt auch den Kreisverkehr, wir werden ihn nicht vergessen. Haben hier eine gute Verbindung, sehr gut. So, wir platzieren jetzt hier Wohnungen und zwar geringe Dichte. Ich lasse hier noch ein kleines bisschen Platz, falls die Straße hier weitergeht. Können wir vielleicht auch direkt, Moment, das war ein Fehler. Wir nehmen hier direkt diese Uferwohneinheit mit geringer Dichte. Ich mache auch nur Zweier, damit das hier, Zweier meinte ich, damit das hier gut passt. Gucken mal, das sieht gut aus. Ja, können noch ein kleines bisschen weiter. Ziehen wir immer erstmal hier quer hoch. Ach, da wird garantiert nochmal irgendwann eine Straße da gemacht. Also, boah, das sieht ja komisch aus. Ja, das liegt jetzt hier an diesem Höhenunterschied. Der Regen setzt ein. Aber wir können hier nochmal jetzt ein bisschen glätten, damit wir hier nicht so eine harte Kante haben. Sehr gut, ich glaube, jetzt können wir die Geschwindigkeit auch wieder auf Stufe 2 setzen. Auf der Gegenseite platzieren wir dreireihige Reihenhäuser. Der Bedarf ist hoch. Da auf der Seite kommen sogar vier. Das ist wahrscheinlich ein bisschen viel gewesen. So, hier machen wir auch nur drei. Und auch nur drei. Gucken nochmal nach der Optik. Was jetzt hier die Höhenlinie angeht, ja, das geht. Damit ist der mittlere Dichtenbedarf gedeckt. Passt das hier von den Höhenlinien? Also die sieht man leider nicht. Hier kann ich aber, glaube ich, können wir vielleicht mal ein bisschen glätten, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, aber das ist ja hier einigermaßen flach. Weisen das schon mal aus, dann sollte das ja eigentlich passen. Können wir auf der Seite auch nochmal drei Zellen definieren. Hier machen wir nur zwei Zellen für diese Reihenhäuser. Hier machen wir auch drei Zellen auf der Seite. So, wir sind ein kleines Dorf. Hurra! Wir gucken uns kurz an, was wir haben. Produktionsfenster, mittlere Dichte können wir jetzt bauen. Textilfaser anbauen, Bildung und Forschung. Also wir haben jetzt hier diese ganzen Schulen, die wir gleich errichten müssen. Das machen wir dann gleich. Neu, kleine Grundschule, kleine Sekundarschule. Und neu auch die städtische Grundschule und die städtische Sekundarschule. Das ist ganz gut. Da kümmern wir uns sofort drum. Diese mittlere Dichte, die will ich jetzt woanders setzen, das mache ich nicht hier. Hier setzen wir erstmal weiter auf diese Gebäude. Hier am Ende des Kreisels. Und dann gibt es hier noch, kommen die ganzen Autos alle an mit den Neuankömmlingen. Dass wir hier einen Fußweg haben, den will ich hier auch haben. Oh, das war jetzt, ja, ach, Zebrastreifen finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wir kommen hier durch. Da möchte ich nichts hinbauen. Deswegen ist die Zonierung nicht schlimm, wenn sie verschwindet. Und das gleiche machen wir hier auf der Seite. Auch da soll es hinter den Gebäuden lang gehen. Wir können hier zwei Reihe machen. Auch hier kommen wahrscheinlich Geschäfte hin. Das muss ich mal schauen. Wir ziehen das hier so weit. Es geht durch. Wir sehen, die Felder sind noch gar nicht belegt. Da gibt es im Moment noch gar keinen
Bedarf. So, die parken jetzt alle hier vor. Das ist so, ist aber auch nicht schlimm. Hier an den Straßen, dass die hier parken, aber unsere Stadt wächst sehr dynamisch. Wir haben ein bisschen Industriebedarf. Wir gucken mal bei nach der Zufriedenheit. Gehdistanz zur Grundschule. Hohe Steuern. Ja, Steuern sind auf 11%. Grundschule, Gehdistanz. Ja, klar, wir haben gar keine. Das ändern wir gleich. Wir platzieren erst nochmal weitere Industrie. So, hier wird gemangelt an Arbeitskräften. Das kriegen wir hin. Die mittlere Dichte steigt schon wieder. Wir müssen jetzt aber erstmal die Schulen platzieren. Ich möchte anfangen. Wir gucken nochmal hier nach den Kosten. Also 5000 kostet mich im Monat die kleine Grundschule. Die hat keine Erweiterungen. Das ist dann genau die Forschung, interessiert uns nicht. Die Grundschule kostet 12.500 bei 1.000 Schülern. Hier kommen, passen nur 400 rein. Also ich will das jetzt hier platzieren, in diesen Dreiecken. Und mir aber Platz lassen, das gegebenenfalls zu erweitern. Also der Kreisverkehr hier, der ist nicht gut. Deswegen reiße ich ihn ab. Den setzen wir gleich neu. Auch der Fußweg kommt weg hier an die Rosenstraße. Das gibt dann die Grundschule. Ach so, das mag er nicht. Dann reißen wir den Fußweg einmal ab. Der kann weg. Da muss man nicht an die ganzen Eltern-Taxis denken, die hier langkommen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall den Kreisverkehr. So, und dann haben wir hier diese Schule. Oh, die wird hier gar nicht reinpassen. Mhm. Diese städtische, die schon. Okay, das heißt, also, wenn die Sekundarschule zu klein wird, würden wir sie ersetzen durch eine städtische Sekundarschule. Auch wenn diese Sekundarschule, die ist, das ist so typisch amerikanisch. Ne? Wir machen das erstmal hiermit. Platzieren hier hoffentlich oder muss ich möchte sie auf jeden Fall an die Rosenstraße setzen. Dann machen wir das so, reißen die Straße einmal ab und das sieht doch gut aus. Die kleine Sekundarschule, die hat keine. Ach doch, die hat wohl Aufwertung. Da können wir mal 100 Schüler noch dazu packen. Sekundarschul, Sportpark. Den können wir in die Nähe setzen. Aber das haben wir doch schon mal hier ganz gut geregelt. Und das hier gefällt mir nicht so wirklich. Das müssen wir leider auch mal etwas professioneller machen. So viel Ästhetik muss sein. Die Grundschule ist wieder versorgt. Zufriedenheit, hohe Steuern. Wunderbar. Wir schauen, wir haben 400 Schülerinnen und Schüler. 10. Und bei der kleinen Dauer 492. Sieht gut aus. Der Bedarf bleibt hoch. Ich will hier auch nicht zu nah ran wegen des Transformators. Deswegen macht der Lärm. Geringe Lärmbelästigung. Okay. Mal gucken. Da sieht man die Lärmbelästigung. Ja, die Schulen machen auch ein bisschen Krach. Okay. Ja, aber hier, das geht, das können wir noch durch Bäume ein bisschen covern. Das ist kein großes Problem. Gut, wir haben theoretisch hier noch Platz für weitere Gebäude. Wir können hier schon mal so eine kleine Stichstraße reinmachen. Hier kommt nichts hin, haben wir gesagt. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Parks. Das dauert noch, bis wir ein großes Dorf haben. Da werden wir dann investieren. So, entlang der Vogelstraße möchte ich
Ja, doch, da wir könnten vielleicht hier dann mit diesen Wohnhäusern anfangen, aber die möchte ich nicht zu hoch machen, weil wir hier auch eine niedrige Bebauung haben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wir können hier tatsächlich so Zweier Tiefe setzen. Das geht ganz gut. Das gleiche machen wir dann auf der Gegenseite der Vogelstraße. Und wir ergänzen dann hier nochmal eine Reihe an Wohngebäuden hier hinter. Mal gucken, wir setzen, glaube ich, auch erstmal wieder hier entlang der Höhenlinien. Da fährt nämlich auch noch das Serviceauto hier runter. Der Müllwagen, also der Müllwagen holt an der Stelle was ab. Aha, sehr interessant. Hier sollten wir auch noch mal einmal runterkommen. Und dann gibt es hier auch noch mal so terrassenartig etwas. Das ist ganz sinnvoll. Wir werden hier auch nochmal diese, beziehungsweise können ruhig drei Reihen werden. Auf der Gegenseite dann auch ruhig drei Reihen von dieser Reihenbebauung. Und damit schrumpft der Bedarf auch unmittelbar. Wir können das hier direkt nochmal ergänzen. Dann haben wir das nämlich auch schon gemacht. Wir sehen, dass oben die Autos auf der weiten Straße fahren. Prima. Wir nutzen vielleicht noch die Zeit, um hier auch nochmal einen Fußweg durchzuschlängeln. Ich weiß gar nicht, wie ich hier durchkomme. Das sieht gut aus. Ich finde es hier nur ein bisschen anstrengen, geht aber. Prima. Der Industriebedarf ist noch hoch, den werden wir noch erfüllen. Wieder hier drüben, da haben wir noch eine Fläche, die will ich nicht ganz nutzen. Und auf der Gegenseite können wir auch schon mal anfangen zu platzieren. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich und manierlich aus. Wir haben jetzt hier, das ist der Blick unserer Reihenhäuser. Na, doch, da ist zu hoffen, dass wir dann nach und nach noch weitere Assets bekommen. Ein bisschen Variation hier bei den Gebäuden. Das sind schon sehr viele, die sich sehr, sehr ähnlich sehen. Hier sind wir nie noch variieren mit den amerikanischen und den europäischen Gebäuden. Und das ist jetzt auch nicht so das richtig typisch europäische Einfamilienhaus. Wer läuft hier? Na, kriege ich dich. Stefanie Mara. Also das ist, ja, auch da haben sich da oben noch was hingesetzt. Ist ja ganz hübsch. Ist aber alles europäisch. Das sieht aber doch ganz ähnlich aus, was wir jetzt hier noch machen. Zum Abschluss dieser Folge noch mal ganz kurz aufs Geld. Verlieren wir mit 5.000. Das ist schon eine ganze Menge. Deswegen lasse ich mal nicht so schnell laufen, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen. So, können wir ins Budget gucken, ob wir hier noch mal bei den Dienstleistungen, bei der Müllverwaltung können wir wahrscheinlich runtergehen. Bildung nicht. Wobei, naja, da haben wir nicht genug Puffer. Also da haben wir jetzt, reicht das dann noch bei der Müllverwaltung? Wir gucken mal schnell. Ich lasse da mal laufen. Das reicht nicht. Das müssen wir wieder hochsetzen.
100%. Jetzt passt es auch. Da muss man mal ein bisschen gucken, dass wir ausreichend Kapazitäten haben. Wir gucken bei der Gesundheit. Da sind wir gut unterwegs. Bereich Bildung 200 und 400, das ist auch noch in Ordnung. Sekundarschule, aber da kommen wir jetzt auch schon bald. College und Universität, das werden wir jetzt so bald noch nicht bauen. Und wir sind, und damit denke ich, ist ein perfekter Moment, diese Folge abzuschließen, im mittleren Dorf angekommen. Genau 75.000, das rettet uns so ein kleines bisschen schon mal. Das sind mal drei weitere Entwicklungspunkte, da können wir jetzt mal zuschlagen. Was gibt es jetzt? Erzbergbau, Feuerwehr, da brauchen wir dann direkt, städtische Feuerwehr ist neu, bei der Polizei entsprechend. Das können wir dann direkt angehen. Auch da möchte ich noch ein bisschen Infrastruktur hier in der Nähe unseres Hauptknotens schaffen. Das, wie gesagt, dann in der nächsten Folge. Das Einzige, was wir jetzt noch mal eben schnell machen, dass wir hier ein paar Bäume mal hier reinsetzen. Das ist hier eine Erle. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz gute Mods, die da noch etwas flexibler sind. Was ich ganz gut finde, ist, dass man hier direkt die großen Bäume setzen kann. Dass das jetzt nicht so kleine Bäume sind, die dann erst mit der Zeit wachsen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, haben wir da zumindest noch mal auf die Schnelle, ohne jetzt da zu viel Zeit zu investieren. Das können wir noch machen, wenn die Parks dann irgendwann mal freigeschaltet sind. Dann müssen wir uns nochmal Zeit nehmen, ein bisschen Detailarbeit zu leisten. Das machen wir aber dann in einer der nächsten Folgen. Nicht mehr in dieser. Von daher mit dem Blick auf Ruhrkirchen und den Friedhof auf der linken Seite, die Industrie rechts, verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.